Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe mal wieder, oh, die Sonne scheint irgendwie. Ich habe mal wieder was Polnisches in der Dose gefunden und zwar Tümbark ist ja weithin bekanntes Kult, vor allen Dingen in Polen, gibt es seit 1936, also seit mitten im Krieg. Und zwar ist das die Sorte, da, irgendwo stand es hier. Es steht nicht so richtig drauf, also steht in Polnisch überall drauf. Tümbark, okay, steht da. Aber es ist in Wirklichkeit Gazowani, und zwar Wassermelone. Also bleibt dran. Sonne stört mich irgendwie. Naja, gut. Becher ist auch am Start. Wir machen es ganz kurz. Das sieht edel aus. Das sieht sehr cool aus. Es ist auch schön gekühlt. Pfand ist am Start, aber ihr seht, Importpfand. Das nimmt nicht jeder Automat an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ganz oft, aber ich habe da meine Automaten, die alles annehmen und dann gehe ich da immer wieder hin. Na, zum Beispiel zu nennen wäre da, was könnte man da nennen, die alles nehmen. Beim Globusmarkt, der nimmt zum Beispiel eigentlich alles. Also bei mir war es bisher immer so. Und auch, ja gut, der Pennymarkt nimmt nicht alles. Der Netto und der Norma ist für mich eigentlich dasselbe, quasi. Die nehmen auch nicht alles. Rewe nimmt der Getränkemarkt. Und auch der normale Markt nimmt oft viel an. Und da kann man halt auch Glasflaschen, die ich nicht habe, abgeben. So, also, ich würde sagen, Leute, schenken wir ein. Ja, und das hat einen echt schönen rosanen Touch. Und es sprudelt, so stelle ich mir das vor, richtig sprudelnd. Wow. So stelle ich mir das vor. Sind da Angaben für die Kalorien und so eine? 61 Kilokalorien und 4,5 Gramm Zucker, das ist eigentlich noch im Rahmen, also da kann man nicht meckern. Und das Design hier ist super, in Verbindung mit dem hier, würde ich sagen, das Design auf jeden Fall schon mal 5 Sterne. Kann man nichts verkehrt machen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine polnische Liste angelegt habe. Wenn ja, kommt sie hier oben irgendwann mal im Laufe des Videos, könnt ihr euch gönnen. Es sind auch andere ausländische Listen dabei, spanische, französische, österreichische und so weiter. Müsst ihr mal gucken, türkische. Guckt einfach mal rein, schaut euch durch. Es sind bestimmt Sachen dabei, die ihr noch nicht kennt. So, 5 Sterne haben wir gesagt, gell? Ja, dann würde ich sagen, ohne große Umschweife, per der Üst. Alles riecht gut. Obla. Verzeihung, das Röllchen gehört bei mir dazu. Es schmeckt ein klein wenig. Kennt ihr noch diese sauren Lutscher? Manche davon haben auch nach Wassermelone geschmeckt. So wie die schmecken, nur ohne sauer. So kann man sich das vorstellen. Schmeckt auch nicht so süß. Es ist genau auf dem Punkt, würde ich sagen. Und eiskalt ist schon zu gewagt, würde ich sagen. Eiskalt, also ich habe es jetzt an der Aircondition gehabt. Und davor habe ich den Kühlschrank gehabt. Dadurch ist es eiskalt. Und wenn die Aircondition da drauf bläst, dann wird das richtig eiskalt. Mir schneidet es die Gedärme in zwei. So kalt ist das. Und da ist es nicht so gut. Also ein bisschen Wärme braucht es, um seinen Geschmack zu entfalten, würde ich sagen. Jetzt ist es schon aufgewärmt. Wunderbar. Also das kaufe ich mir mit Sicherheit mal wieder. Sehr lecker. Ich habe noch eine andere Dose
Ich weiß nicht mehr, was das war, Pfirsich oder. Ich muss mal gucken. Muss ich auch noch testen. Irgendwann die Woche, nächste Woche, irgendwann mal. Ich habe ja so viel zum Testen noch. Es gibt so viele Getränke auf der Welt. Ja. Also ich würde sagen, geschmacklich kriegt das von mir 4 von 5 möglichen Sternen. Ich habe schon besseres, ich habe auch schon viel, viel schlechteres getrunken. Ja, dann würde ich sagen, bleibt munter, bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt mir treu vor allen Dingen und bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.